Schon die Römer benannten manche Wochentage nach ihnen bekannten Himmelskörpern. Davon abgeleitet heißt der Montag im französischen Lundi nach Lune, dem französischen Wort für Mond. Auch der deutsche Montag kommt daher. Weiter geht es im Französischen mit Mardi, benannt nach Mars. Mercredi nach Merkur, Jeudi nach Jupiter und Vendredi nach Venus. Samedi dagegen wird vom jüdischen Sabbat hergeleitet, dem Ruhetag, an dem man betet. En dimanche steckt Dieu, das französische Wort für Gott. Und im Deutschen, Dienstag kommt vom germanischen Gott Tür, dem nordischen Gott der Gerechtigkeit. Der Mittwoch zeigt die Mitte der Woche an. Der Donnerstag ist dem nordischen Donnergott Thor gewidmet. Der Freitag ist der Tag der Liebesgöttin Freya. Der Samstag der Tag des Sabbat, wie im Französischen. Und der Sonntag verdankt seinen Namen der Sonne, dem Stern in der Mitte unseres Sonnensystems.